Erst die Notiz oder erst die Maschine? Erst die Notiz. Erst die Notiz. Knife Walker, 1839. Huch, was war das? Stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. Yay. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Okay. Das ist trotzdem dumm. So ein bisschen. Okay. Ja, so sieht es wohl aus. Also ist aber noch unnötiges Backtracking. Leben ist hart, wir werden es überleben. Alles andere wäre ungesund. So, und die zweite Geschichte, die wir noch erzählen wollten. Sarah bekommt einen neuen PC. So. Ja, das hast du schon wieder vergessen. Sarah bekommt endlich einen neuen PC, der auch viel nicht mehr zu erzählen, eigentlich. Vorsintflutlich ist. Ja, aktuell ist so vorsintflutlich. Das kann man echt keinem mehr anbieten. Auf, sobald ich das Video zu Hause gucke, reagiert dein Rechner drauf. Und je nachdem, wann der Rechner ankommt... Ihr Rechner hat echt Gefühle. Hat er. Aber das wird eher erst später hochgeladen. Aber wahrscheinlich hat Sarah jetzt, wo ihr das seht, den neuen PC schon. Hoffentlich. Oh mein Gott. Ihr Jetziger ist so schlecht einfach. Entschuldiger Sarah, aber er ist so. Es ist doch das so. Das waren meine Kopfhörer, dann wird das da unten abgespeichert. Und nein, Rechner, deine Kopfhörer natürlich, haben der Rechner, der fragt doch die Kopfhörer nach. Der fragt doch mal die Kopfhörer nach, wo sie so waren. Die labern dann die ganze Zeit. Was glaubst du, warum ich nachts immer nicht einschlafen kann? Ja, okay. Ich weiß nicht mehr, welcher Film war das? Irgendein Film. Ja, und was hält sie nachts vom Schlafen ab? Kaffee. Da musste ich gerade spontan dran denken. Siehst du auch diesen toten Menschen da? Ja. Oh, sieht er. Ich sehe tote Menschen. Und, aber es tut nicht weh, wenn wir dagegen rennen. Kein Kommentar. Öl. Er scheint aber verdammt eng zu sein, wenn da oben die Lampe wackelt, wenn ich die aufmache. Donk. Ah, okay. So. Mach den besten Deckel auf. Wollen wir da mal hochgehen? Warte, hier steht gerade so ein Stuhl. Erstmal umgucken, bevor wir weitergehen. Ja, warte. Fail! Ich möchte eben gucken, ob wir da überhaupt hochkommen würden. Ich liebe verbuggtes Amnesia, beziehungsweise generell verbuggte Spiele. Nicht. Das ist nicht verbuggt, das ist Fail deinerseits. DTF. Das fällt dir jetzt erst auf. Nein, der hat sich automatisch dahin gedreht und dann hat der Kerl angefangen zu labern. So. Neben dir. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Fail. Also die machen Schaden, aber die nicht, oder wie, oder was? Die Schaden sind einfach nicht genau reingetrampt. Ah, okay, ich bin nicht genau reingerannt, okay. Deswegen hänge ich jetzt hinter denen fest, ne? Sind die halt schon stumpf? Ja, Moment, ich möchte erst gucken, ob ich da jetzt gerade irgendwie hochkomme. Nein! Wie kann man eigentlich so schlecht sein im Drehen von Gegenständen? Du schaffst es ja offensichtlich. Gib Ruhe. Ich dachte, deine P ist dazu da, nur Scheiße zu machen. Nein! Leck ja, den Mio. Jetzt bist du fail. Gib Ruhe. Ungeduldig, das ist dein Problem. Da kommen wir noch nicht hin. Bist du dir da sicher? Ja. Wieso? Gucken wir erst weiter um oder betätigen wir den Schalter? Das hört sich jetzt mehr nach Telepathieren. Das ist ein Papa. Daniel? Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me,
Are you among the lions, Daniel? Ja, sind wir. Stop, ja. Ja, wollen wir. Oh, so Babylon shall fall. Ja, soll es. Was? Es? You hurry too much. Alexander is toothless without an oar. Strike. Ja. Oh, scheiße. That's not very promising. Oh. Scheiße. Ach, unsere. Is basically impenetrable, but guess why more. It could be breached by another. But Alexander broke his, I mean, my own, a long time ago. Really? Then if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oar and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Okay. 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 Weißt du, was ich mich gerade frage? Ist das die deutsche Zensur oder hat er das tatsächlich an? Bitte, was, wo? Du siehst, dass da noch was steht? Ein Text, ja. Ich weiß. Das ist aber unwichtig. Wir waren einfach nur zu verbuggt. Der hat die ganze Zeit gelabert. Nein. Der hat eine Pause eingelegt. Nein, wir stehen einfach, wir haben einfach nur so fail gestanden, dass wir das nicht gehört haben, dass er von der Stimme her, vom Audio her gelabert hat. Nein. Oh nein, sag mir nicht, dass das jetzt auf rechts war. Wieso kann ich mich jetzt gerade nicht bewegen? Es war auf rechts! Ich habe die ganze Zeit brav den Text gelesen, weil ich nicht gehört habe, wie der gelabert hat. Oh Gott! Schreib bitte unten drunter, setz auf jeden Fall die rechte Seite des Kopfhörers auf. Weißt du, was das Problem ist? Wenn ich so stehe, beide Seiten. Eine Seite, die andere Seite. Amnesia ist ein bisschen intelligent. So, und jetzt habe ich natürlich noch nicht mehr mitgekriegt, was die zuletzt gelabert haben. Ja, zuletzt, das Ding ist unwichtig. Nein. Gesagt, doch. Weil ich es wissen wollte. Okay, es kann von hier aus nicht geöffnet werden. Deswegen das kann es gar nicht unwichtig sein. Ah, okay. Der hier ist dann wahrscheinlich der andere Hebel. Ja. Das sieht böse aus. Scheißegal, mach auf. Das sieht nicht nur böse aus, das ist böse. Hauptsache, alles ist vorbei. Erstmal schwer einatmen. Wieso hatte ich bei der Szene jetzt irgendwie keinen Schiss? Keine Ahnung, hatte ich auch nicht. Wollen wir uns das Monster hinterher haben? Das war schlimmer. Achso. Altar. Ah, ja, da waren irgendwie ein paar von den Leuten. Ja, das habe ich mitbekommen. Von denen Agrippa. So, schauen. Aber ich dachte, Agrippa wäre tot. Ja, scheinbar ja nicht, ne? Wahrscheinlich war das die offizielle Geschichte. Möglicherweise war das, Lampe, der behauptet hat, dass er da nie war hier in Schloss Brandenburg oder in dem Dörflein hier halt. Ja, möglicherweise war das einfach ein Doppelgänger oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Überblick mehr über die Story von mir. Ich auch nicht. Tinderbox. Hier fehlen die Ketten hinten. Aber dafür ist hier ein Rohr. Du bist viel zu hyperaktiv. Ja, ich will es leise ausnahmsweise mal. Und trotzdem bist du hyperaktiv. Es kommt ja nicht unbedingt immer auf die Lautstärke an. Hier geradeaus ging es zum Altar und wo ging es hier oben lang? Wieso kann ich hier oben nicht sehen? Ich klinge aber gerade nicht hyperaktiv. Du wirkst eher, aber so. Oh Gott, wir müssen irgendwann eins von den Viechern füttern. Oh Gott. Eine Scheibe? Das sah mehr aus als wie eine das Scheibe. Ist, ah,
Amnesia Logic. Aber vor allen Dingen, frisch? Ja, das ist wahrscheinlich Übersetzungslogik. Nein, fangen wir nochmal an. Nichts. Nothing. Bett. I know this. Der hört sich bekifft an. I know this taste. A taste of Damascus Rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Tinderbox. Kommt eigentlich nur mir das so laut vor? Nee, das hat die gleiche Lautstärke wie letztes Mal, oder? Was? Die Lautstärke von Amnesia generell. Keine Ahnung. Ich kann immer noch die Lautstärke an meinem Kopfhörer an der Stelle. Ja, ich auch. Moment. Ja, gut, hat immer noch die gleiche. Auch ansonsten, ja. Hey, das ist immer noch in der Aufnahme drin. Ja. Okay, dann habt ihr... Ah, egal. Habt ihr jetzt gerade meine Einstellungen gesehen? Könnt ihr gerne kopieren. Okay, das war's. Okay, zum Altar. Ach. Dein Tod. Wahrscheinlich. Wieso springt das Bild immer? Weil der keine Rückmeldung zwischendurch bekommt. Deswegen springt das Bild da dann so. Ja, ne? Wie viel ist eigentlich unsere Lampe? Oh, fast halb voll. Cool. Als ob ihr wüsste, was kommt. Und das haben wir gebraucht. Nein, einfach generell. Das Monster hast du gerade auch gehört, oder? Ja, ich hab's gehört. Das wird nicht hierher kommen. Nee, jetzt hinter uns. Rah. WTF? Wie ich bereits erwähnt habe, oder? Ja. Aber WTF? Kriegen wir die Tür. Schade. Den nehmen wir später. Können wir nicht, da war nichts anderes mehr. Doch, der kleine Maschinenraum, wo sich die Zahnräder drin gedreht haben. Da kommen wir aber immer noch nicht rein. Da müssen wir irgendwie hochkommen. Nein, da kommen wir nämlich nicht rein. Ja, aber... Nee. Da sieht doch nicht so aus, als wenn man da... Ja, es gäbe aber auch nicht so auf, an dem Kabel zu ziehen. Du ziehst meine Maus gerade. Doch, im Altar. Das sieht aber nicht so aus, als ob da irgendwie... Da müssen wir halt... ...eine Leiter hingehört. Oh, wir haben auch vorhin überflutet. Die in Behandlung sind. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture. And you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Okay. Crank. Hör auf, an dem Kabel zu ziehen. Das ist mein Kabel. Ja, du ziehst damit aber meine Maus die ganze Zeit. Ach, sag das doch. Hab ich doch gerade eben schon. Help her. Find a way. Doch. Dad, good to see you. Alexander is quite impressive in many ways, but he has... Hör auf zu labern. Lord. Was? By me? I'm the next best thing. Alexander really wants none other than Johann Reyer. You've never heard of Johann Reyer? My God, boy. His brother is the greatest man in history. Scheinbar doch. Wir wollen. Und die ganze Zeit labert der Krippe. Er hatte seit Tagen, was auch immer. Tagen, Wochen, Monaten, Jahren? Ja, denke ich jetzt mal nicht. Aber der ist noch ziemlich gut drauf für seine Situation. Ja, erstaunlich, ne? Ja. Hallo, der ist da festgekettet, halb tot. Ich möchte eine Säge nehmen. Why does it always have to come down to this?
Yay. Yay. Wie Sarah absolut unelanhaft gerade drauf ist. Unelanhaft, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Unmotiviert. Weniger schon. Unmotiviert bin ich nicht, nur ich versuche nicht gar so hyperaktiv zu sein. Ah, natürlich. Damit unsere Zuschauer sich entscheiden können, was sie lieber haben wollen. Völlig logisch. Ja, sie sollen eine Wahl haben, ob sie mich als hyperaktive Sarah oder als... Dann haben sie aber keine Wahl. Ja doch, damit sie vergleichen. Hatten wir das nicht vorhin schon leer gemacht? Hatten wir. Auch geil. Egal. Ich hätte gerne Amnesia. Roger. Oh. Ja, okay, das hatten wir vorher schon. Und wow, leichte Kopfschmerzen nur. Stein nicht aufnehmen, den auch nicht. Unfair. Okay.